Bei der SSM 410 handelt es sich um eine Scheuersaugmaschine für die Reinigung von kleinen und mittleren Räumen bis zu einer Größe von 1500 Quadratmetern. Die Flächenleistung von 1200 Quadratmetern pro Stunde schafft man locker mit einer Tankfüllung von 22 Litern. Und spielend leicht kriegt man auch hartnäckige Verschmutzungen mit einem Bürstendruck von 20 Kilo sauber. Durch den seitlichen Überstand reicht die Bürste direkt bis an die Wandkante heran und kommt in jede kleine Ecke. Das Befüllen mit Frischwasser und Reinigungsmittel ist denkbar einfach. Es geht über einen Schlauch oder einen Eimer. Nach dem Befüllen des Frischwassertanks mit Wasser und Reinigungsmittel, dem Entriegeln der Bürste und dem Absenken des Saugfußes kann mit der Reinigung begonnen werden. Der Anwender braucht für die vollständige Bedienung der Maschine lediglich drei Knöpfe. Maschine an, Absaugung an, Wasser an und es kann losgehen. Im Lieferumfang ist enthalten die Maschine mit einer Bürste von 41 cm Arbeitsbreite, einer Batterie mit 12 Volt und einem Ladegerät. Optional ist ein Treibteller für die Reinigung mit Pads erhältlich. Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich das Schmutzwasser über einen Schlauch in die Toilette oder den Gully entleeren. Mein Fazit: Die SSM 410 ist ein kleines Gerät mit großer Effektivität und sehr leichter Bedienbarkeit.